Was könnte deinen Flug dazu bringen, von der Route abzuweichen? Stürzt dein Flugzeug ab, wenn ein Triebwerk ausfällt? Und wann ist die beste Zeit, um im Flugzeug aufs Klo zu gehen? Ich würde dir raten, bevor der reisekranke Typ drin war. Du weißt schon, was ich meine. Na egal, schnall dich an, es wird eine holprige Reise. Oder so ähnlich. Flugbegleiter empfehlen, die Bordtoilette gleich nach dem Boarding und vor dem Start zu benutzen. Einerseits werden die Toiletten vor jedem Flug gereinigt. Anfangs sind sie daher noch so gut wie keimfrei. Andererseits könnte nach dem Start das Anschnallsymbol wegen Turbulenzen länger leuchten. Dann darfst du nicht aufstehen. Erledige dein Geschäft also lieber, solange ihr noch am Boden seid, aber bevor das Flugzeug sich bewegt. Flugzeugfenster werden aus extrem robustem Plexiglas hergestellt, welches die hohen Geschwindigkeiten problemlos aushält. Die Fenster haben diese besondere Form, dass sie dem höheren Druck in der Kabine standhalten. Anders ausgedrückt, es ist eher unwahrscheinlich, dass Flugzeugfenster brechen. Und trotzdem kommt es zu Unfällen. 1990 zum Beispiel wurde der British Airways Pilot Tim Lancaster fast vollständig aus einem Cockpitfenster gesogen. Eine fehlerhaft eingebaute Scheibe löste sich aus ihrem Rahmen. Der Pilot verbrachte 20 Minuten an dem Flugzeugrumpf gepresst, während Mannschaftsmitglieder ihn an seinen Beinen festhielten. Nach einer Notlandung stellte sich glücklicherweise heraus, dass er so gut wie unverletzt war. Der geschäftigste Flughafen der Welt ist Hartsfield-Jackson International Airport in Atlanta. Hier werden pro Jahr 107 Millionen Passagiere abgefertigt. Das sind fast 300.000 Menschen pro Tag. Ein Passagierflugzeug kann problemlos und sicher mit nur einem funktionierenden Triebwerk fliegen. Es verbraucht dabei mehr Sprit und kann daher nicht so weit fliegen. Aber davon abgesehen kommt es zu keinen dramatischen Konsequenzen. Eine Boeing 787 Dreamliner kann zum Beispiel 5,5 Stunden mit nur einem Triebwerk fliegen. Aber auch wenn beide Triebwerke in einer großen Höhe ausfallen, bleiben dem Piloten noch etwa 20 Minuten, um einen geeigneten Platz für eine Notlandung zu finden. Einfach sanft hinuntergleiten. Das erste Flugzeug, das um die Welt flog, ohne nachzutanken oder zwischenzulanden, war Voyager. Der Flug im Jahr 1986 dauerte 9 Tage, 3 Minuten und 44 Sekunden. Die pünktlichste Fluggesellschaft der Welt ist Garuda Airlines, Indonesiens Vorzeigefluglinie. 95% der Flüge halten sich in einem 15-Minuten-Rahmen an den Flugplan. 2012 sollte der Air Canada-Flug AC-033 mit 270 Passagieren an Bord nach einem 14-stündigen Flug in Australien landen. Aber der Pilot beschloss, einen Umweg zu nehmen und sank von 11.300 Metern auf 1.200 Meter, um bei der Suche nach einer havarierten Yacht zu helfen. Der Segler hatte 9 Tage ohne Treibstoff und mit einem gebrochenen Mast auf dem Ozean verbracht. Der Pilot und die Passagiere brauchten 25 Minuten, um die Yacht zu finden. Die meistgeflogene internationale Route verbindet Kuala Lumpur und Singapur. Mit 300 Kilometern ist es die kürzeste internationale Flugstrecke. Der ganze Flug dauert weniger als eine Stunde. Es gibt täglich 82 Flüge, alle 18 Minuten, und über 30.000 Flüge pro Jahr. Die Flughöhe eines Passagierflugzeugs liegt bei 9.100 bis 12.200 Meter. So hoch oben herrschen Temperaturen von minus 40 bis minus 57 Grad. Das ist von dem kältesten bewohnten Ort der Erde, dem Dorf Olmjakon in Russland, gar nicht so weit entfernt. Dort liegt die winterliche Durchschnittstemperatur bei minus 50 Grad. Die Räder eines Flugzeugs können bis zu 38 Tonnen Last tragen. Der Reifendruck ist 6-mal so hoch wie in normalen Autoreifen. Sie können außerdem den Boden 500-mal mit 270 km/h berühren, ehe sie ersetzt werden müssen. Die durchschnittliche Flughöhe einer Passagiermaschine beträgt nur 7% der Entfernung zum Weltall. Die erste Fluggesellschaft, die ihren Kunden Online-Check-In anbot, war Alaska Airlines. Und zwar bereits vor über 20 Jahren im Jahr 1999. Das System stand anfangs nur wenigen Passagieren zur Verfügung und funktionierte auch nur bei einigen Flügen. Die Cockpitscheibe einer Boeing 737 kostet bis zu 24.000 Euro. Das ist so viel wie ein neues Auto. Ein Passagierfenster im selben Flugzeug ist deutlich günstiger, nur etwa 450 Euro. In den 1970ern beförderte eine Fluggesellschaft namens Freelandia ihre Passagiere fast kostenlos.
Als nicht gewinnorientiert bezeichnet, servierte sie außerdem Bio-Lebensmittel und hatte Wasserbetten an Bord. Leider ging sie nur ein Jahr nach der Gründung bankrott. Die Boeing 747 besteht aus mehr als 6 Millionen Einzelteilen. Es dauert etwa 43 Tage, um den Jumbojet zu montieren. Gepäck und Körperscanner schaden deiner Gesundheit nicht. Daher stehen die Sicherheitsmitarbeiter am Flughafen auch den ganzen Tag ohne Schutzbekleidung neben den Geräten. Dein Körper verliert auf einem 3-stündigen Flug bis zu 10 Gläser Wasser. Daher solltest du viel trinken, um nicht zu dehydrieren. Denke daran, dass Flüssigkeitsmangel den Jetlag nur schlimmer macht. Eine harte Landung ist nicht immer ein Indiz für einen unerfahrenen Piloten. Bei manchen Wetterbedingungen kann eine sanfte Landung böse Folgen haben. Wenn die Landebahn beispielsweise nass ist, muss die Maschine durch die Wasseroberfläche brechen. Andernfalls könnte der Pilot aufgrund von Aquaplaning die Kontrolle verlieren. Etihad Airways bietet ihren Kunden eine einzigartige Erfahrung: die Residenz. Es ist eine Dreizimmerwohnung mit einem Doppelbett, einem getrennten Wohnzimmer und einem privaten Bad an Bord eines Flugzeugs. Das Ticket kostet dich in Abhängigkeit von deinem Ziel Zehntausende Euro. Je mehr Kohlenstoffdioxid sich in der Atmosphäre ansammelt, desto mehr Turbulenzen erleben wir beim Fliegen. Die weißen Streifen, die ein Flugzeug am Himmel hinterlässt, nennt man Kondensstreifen. Sie sind nichts weiter als kondensiertes Wasser. Beim Fliegen setzt dein Flugzeug heißen Wasserdampf frei, der in der eiskalten Luft der oberen Atmosphäre sofort gefriert. Flugzeuge werden regelmäßig vom Blitz getroffen. Mindestens einmal pro Jahr oder alle 1000 Flugstunden. Heutzutage ist das aber absolut sicher. Die elektrische Ladung wird einfach über die Aluminiumhülle des Flugzeugs abgeleitet. Das Flugzeug nimmt dabei keinen Schaden. Übrigens werden Flugzeuge nicht nur vom Blitz getroffen. Sie können auch Blitze begünstigen. Wenn eine Maschine durch eine Wolke fliegt, kommt es durch die Reibung zwischen Rumpf und Luft zu statischen Aufladungen, die sich manchmal in Blitzen entladen können. Flugzeuge verfügen über hochqualitative Luftfilter. Sie beseitigen 94-99% aller Keime in der Luft. Wichtiger ist, dass du deinen Klapptisch abwischst. Mit 8-mal mehr Bakterien als auf dem Toilettenspülknopf ist er das dreckigste an Bord. Alles, was bei Sicherheitskontrollen eingezogen wird, wird normalerweise 3 Monate lang am Flughafen gelagert. Du kannst deinen konfiszierten Besitz auch an irgendeine Adresse im Inland schicken lassen. Oder du wartest auf eine spezielle Online-Auktion und drückst die Daumen, dass dein Eigentum dort auftaucht. Moderne Flugzeuge verfügen über Systeme, die die Piloten vor anderen Flugzeugen bergen und anderen Hindernissen warnen. Beträgt die Distanz zu einem anderen Flugzeug 16 Kilometer oder mehr, sagt das System Verkehr, Verkehr, Verkehr. Wird der Abstand geringer als 8 Kilometer, sagt dieselbe Stimme dem Piloten, was sie tun sollen. Hey, du da, dreh verdammt nochmal ab, wird's bald? Vielleicht in einem anderen Wortlaut. Wenn die Temperaturen am Boden unter minus 40 Grad fallen, gefriert Kerosin und Flugzeuge können nicht starten. Aber wenn das Flugzeug erstmal in der Luft ist, machen ihm die frostigen Temperaturen nichts mehr aus. Sobald sich die Maschine bewegt, fließt der Treibstoff durch den Motor und erwärmt sich. Menschen mit Flugangst fühlen sich in der Mitte der Maschine vermutlich wohler. Wenn es zu Turbulenzen kommt, wackelt es in der Mitte direkt über den Tragflächen am wenigsten. Und zu guter Letzt, die meisten Fluggesellschaften waschen die Decken an Bord nur einmal pro Monat. Ich würde dir empfehlen, dich lieber in deiner Jacke, ein Tuch oder sonst was zu kuscheln. Alles ist besser als diese Decke. Viel Glück! Hey, wenn du heute etwas Neues gelernt hast, gib diesem Video ein Like und teile es mit Freunden und Freundinnen. Und hier sind noch ein paar andere coole Videos, die dir gefallen könnten. Klicke einfach links oder rechts und bleib auf der Sonnenseite des Lebens.